Michaela Steinacker von der ÖVP ist die nächste Rednerin. Danke, Herr Präsident. Herr Vizekanzler, Hohes Haus, geschätzte Mitbürger und Mitbürger, ich möchte wieder mit einem Zitat beginnen einer ganz starken Frau, die ich sehr geschätzt habe, nämlich mit Maria Schaumeier. Das war die erste weibliche Präsidentin einer Nationalbank auf der ganzen Welt. Und sie hat gesagt, Frauenrechte sind Menschenrechte. Es muss zur Selbstverständlichkeit werden, dass geeignete Frauen in entsprechende Positionen kommen und diese einnehmen. Ja, es ist noch lange keine Selbstverständlichkeit und ich bin froh, dass auch jetzt diese konsequente Frauenpolitik auch in unserer neuen Volkspartei mit Sebastian Kurz fortgesetzt und umgesetzt wird. Meine Damen und Herren, das ist ein Initiativantrag und den durfte ich gerade vielleicht auch wegen des Lachens mit einem Herrn der SPÖ verhandeln. Und es war eine sehr interessante und auch schwierige Verhandlung zum Teil. Und ich möchte vielleicht zum Harald Stefan noch sagen, ich meine, man kann sich über alles lustig machen, aber dieses Gesetz hat ja auch einen Titel, einen Langfassungstitel. Und in dem Langfassungstitel ist genau geregelt, nämlich eine Erreichung einer gleichberechtigten Vertretung von Frauen und Männern im Aufsichtsrat. Also es gibt nicht nur diese Kurzfassung in der Bezeichnung des Gesetzes. Ich persönlich hätte vor einigen Jahren wahrscheinlich deine Rede, lieber Harald Stefan, so ähnlich gehalten. Ich war auch nie ein Fan von Quoten. Ich glaube nur, dass uns die Situation in Österreich und auch in anderen Ländern auf der Welt recht gibt, denn die österreichischen Aufsichtsräten gibt es nach wie vor nur 18% Frauen und es braucht sichtlich den Druck, dass die tüchtigen Frauen, die es in der Wirtschaft gibt, tatsächlich auch reelle Chancen haben, Mitbestimmungen in großen Unternehmen zu haben. 30% Männer, 30% Frauen, Arbeitnehmerseite, Arbeitgeberseite ident geregelt. Das war ein ganz wichtiges Ziel für mich, dass nicht nur die Kapitalvertreterseite schaut, dass Frauen in die Aufsichtsräte kommen, sondern auch die Arbeitnehmerseite. Und dann war noch der Wunsch, dass man das natürlich nur in Unternehmen macht, wo tatsächlich die Arbeitnehmerseite 20% Frauen zumindest in der Belegschaft hat, damit auch entsprechende Frauen auch gewählt werden können. Es waren konstruktive Gespräche mit dem Beppo Muchic. Er hat die Frauen gut vertreten. Wir setzen ein Signal, ich glaube, ein wichtiges Signal für sachorientierte und konstruktive Frauenpolitik. Die Politik hat hier eine Chance, Rahmenbedingungen fürs Wirtschaftsleben zu erreichen, in einer, glaube ich, praxistauglichen Regelung. Und ich freue mich, wenn tüchtige Frauen in Aufsichtsräte in Zukunft entsandt werden oder gewählt werden. Danke. Die Situation in Österreich zeige, dass es eine Frauenquote braucht, zur ÖVP-Justizsprecherin Michaela Steinacker.